So, Freunde, letztes Video aus diesem traumhaften Paradies, vielleicht könnt ihr es dahinter sehen, es ist so hell, ihr seht es gar nicht, doch. Ja, wunderschön, wir müssen leider gleich das Paradies hier verlassen und ich muss zurück ins kalte, regnerische Berlin, aber immerhin habe ich dann meine Freundin Nali wieder und vor allem habe ich auch euch wieder in einem richtigen Stream-Qualität und kann wieder mit einer richtigen Tonqualität aufnehmen. Ich gönne mir den letzten Drink. Danach wird Sport auf jeden Fall durchgezogen, ja. Ich wollte nochmal ein Video machen und mit euch über die Themen, die heute schon wieder aufgekommen sind, sprechen. Zum einen, Paul Dardai spricht schon davon, seinen Platz freimachen. Er spricht schon davon, dass er seinen Platz freimachen würde. Ich merke gerade, hier ist es ganz schön windig, gehen wir mal lieber rein. Spricht schon davon, dass er seinen Platz freimachen will. Carsten Schmidt ist im Doppelpass zu sehen gewesen. Was er da über Hertha, über die Transferpolitik, über Dardai gesagt hat, möchte ich kurz zusammenfassen, meine Meinung dazu sagen. Es geht um Mao Lida, der jetzt laut einem französischen Radiosender zu uns wechseln soll. Und es geht um die Bombe des Sonntages, nämlich Marvin Friedrich von Union Berlin, unserem Stadtrivalen, soll kurz vor einem Wechsel zu Hertha stehen. Also unfassbare News schon wieder. Letzte Video ist nicht mal 10 Stunden alt und schon wieder so eine Bombe. Womit fangen wir an? Fangen wir an mit Paul Dardai. Der hat nämlich bei der Bild gesagt, ich weiß nicht, wo die ihn interviewt haben, dass er nicht an seinem Stuhl klebt und er den Platz freimachen würde. Er hat auch gesagt, dass er denkt, dass der Verein nach einem größeren Trainer sucht und er damit kein Problem hat. Er geht wieder zurück dann in die U16. Er ist hier, um auszuhelfen. Und da denke ich mir, er glaubt, dass der Verein nach einem großen Trainer sucht. Ist da die Kommunikation nicht richtig? Hat man ihm nicht etwa gesagt, ey, mach das jetzt hier erstmal, aber wir suchen nach einem großen Trainer? Weil hätte man ihm es gesagt, dann würde er nicht sagen, er glaubt es. Wenn es ihm nicht gesagt wurde und er denkt es, dann scheint die Kommunikation da nicht sehr gut zu sein zwischen ihm, Freddy Bobic und der Führungsspitze. Weil, wieso sagt er dann erstens sowas in der Öffentlichkeit? Das ist ja auch ein bisschen ein Rückenfallen des Führungsteams, meines Erachtens nach. Und zum anderen, warum muss man sowas äußern? Das heißt doch, er hinterfragt sich nicht selbst, sondern er geht einfach davon aus, dass er nur so ein Lückenbüßer quasi ist, wie in so einer Beziehung. Carsten Schmidt hingegen, der hat angefangen beim Doppelpass und ich dachte, oh, der erste Satz, der zählt Paul Dardai an. Da hat er nämlich gesagt, da wurde er gefragt, was er denn vom Spiel gestern hält, und hat er erstmal gesagt, also ganz drastisch, es war das schlechteste Spiel, was er von Hertha je gesehen hat, seit er bei Hertha ist. Und er hat schon viele schlechte Spiele gesehen, da kann ich ihm nur zustimmen. Hat er genauso richtig erkannt. Aber er hat dann auch gesagt, das war ein Spiel gegen Bayern, okay, abgehakt. Die ersten beiden Spiele haben ihn viel mehr aufgeregt, weil da das Kämpferische nicht gestimmt hat, was gestern auch gefehlt hat. Und zu dem Kämpferischen hat ihm die taktische Einstellung überhaupt nicht gefallen. Und das ist ja ein klarer Affront gegen unseren Trainer Paul Dardai. Wer ist für die Taktik verantwortlich? Natürlich ist für die Taktik der Trainer verantwortlich. Dann wurde noch ein Interview nach dem Spiel gegen Bayern rausgeschnitten, wo Paul gesagt hat, es liegt etwas an der Psychologie. Er merkt, dass die Psychologie bei den Spielern nicht stimmt. Und da meinte Carsten Schmidt direkt, das ist absoluter Quatsch. Es liegt nur am Kampf und an der taktischen Einstellung. Ich dachte, Alter, will er jetzt hier direkt den Trainer öffentlich hinterfragen? Wird er jetzt fliegen, direkt in der zweiwöchigen Pause? Das hat er dann aber ein bisschen revidiert. Als er dann später in der Sendung wirklich genauer zu Paul Dardai befragt wurde, hat er gesagt, ja, es geht darum, den Trainer nicht so oft zu wechseln. Wir haben das vollste Vertrauen in ihn. Wir haben für diese Saison kein großes Ziel ausgegeben, sondern die Saison ruhig als Zwischengangstation normal abzuschließen, ohne Abstiegskampf. Und da hat der Paul den Rücken gestärkt. Er hat gesagt, die haben immer noch Vertrauen in Paul Dardai und er wird das mit seiner Macht Stehende tun und die werden es hinkriegen. Also eigentlich hat er ihm das Vertrauen ausgesprochen, deswegen etwas merkwürdig. Ich weiß nicht, warum mich hier immer irgendwelche Leute mit dem Ton stören müssen. Eigentlich hat er das Vertrauen ausgesprochen, deshalb etwas merkwürdig, dass Paul Dardai sich dann so äußert, dass er scheinbar überhaupt keine Rückendeckung zumindest fühlt. Er scheint ja die Rückendeckung nicht zu fühlen, sonst sage ich ja nicht so eine Aussage wie, ich bin hier nur zwischendurch drin. Also sehr, sehr merkwürdig, auch kein richtiges Zeichen meiner Meinung nach an die Mannschaft, weil die denken, ja, der ist ja eh nur Lückenbüßer. Es ist auf jeden Fall nicht gut für die Mannschaft, wenn die davon ausgeht, dass der Trainer nicht lange da sein wird. Das ist kein gutes Zeichen. Es zeigt auch mal wieder, dass die Kommunikation, obwohl jetzt Carsten Schmidt und Freddy Bobic da sind, zwischen Trainer und den Funktionären trotzdem nicht so gut zu laufen scheint, weil wie gesagt, sonst spricht man ja über sowas nicht. Also schauen wir mal, was da geht. Ich gehe jetzt aber allerdings nach den Aussagen von Schmidt nicht davon aus, dass er nach dem Spiel gegen Bayern jetzt in der Zwischenzeit, diese zwischenzeitlichen 2 Wochen, dass er da noch quasi rausgeschmissen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber dass quasi freigestellt wird und ein anderer seinen Trainerposten übernimmt. Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Aber wenn diese 2 Spiele gegen Bochum und Fürth nicht gewonnen werden, denke ich, wird es, ja,
dann wird es ein paar leider geschehen sein. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, ohne jetzt wieder darauf einzugehen, ob wir eine Trainerdiskussion brauchen, ob wir den Trainer wechseln müssen oder nicht. Carsten Schmidt hat sich auch über die Transfers geäußert. Da hat er, dieser eine Frankfurt-Typ, was ein bisschen Drastisches gesagt, weil die gesagt haben, die Kaderplanung ist jetzt strukturiert, wir haben einen neuen guten Kader, meinte Carsten Schmidt. Dann sagte er, ja, aber wenn die Kaderplanung strukturiert ist, wenn man mit dem Davy Selke in die Saison geht, dann muss ich mich auch fragen, was da der Maßstab ist. Und das war natürlich sehr provokant. Dann meinte er auch, ja, wir haben auch noch einen Christoph Piontek und einen Belfodil. Aber er hat schon ein bisschen recht. Also wie kann diese Kaderplanung abgeschlossen sein? Es hat sich auch ein bisschen so angehört, meiner Meinung nach, als ob da jetzt kein riesen Boom-Transfer mehr kommt. Also er hat immer so ein bisschen durch die Blume gesprochen. Er ist natürlich ein Medienexperte, hat ja sehr lange bei Sky gearbeitet. Man merkt auch, er ist ein sehr, sehr sympathischer Typ, weiß genau, was er im Fernsehen sagen muss, damit er Anklang findet. Alle haben auch gesagt, ja, super sympathischer Auftritt, sehr gut aufgeklärt und so weiter. Aber im Endeffekt hat er auch nichts Großes gesagt. Also alle, die Hertha-Fans sind, wissen das, was er gesagt hat, was mit dem Geld passiert und so weiter. Wenn du jetzt kein Hertha-Fan bist, dich damit nicht beschäftigst, dann kennst du es vielleicht nicht und sagst, oh, endlich hat uns das mal einer erklärt, was mit dem Geld wirklich passiert. Wir dachten, es wird alles für Spieler ausgegeben, aber als richtiger Hertha-Fan weiß es ja. Also das hat er jetzt für die breite Masse nochmal erläutert, war ein wichtiger Auftritt, aber für uns als Hertaner kam da eigentlich nichts Neues bei raus. Er hat auch nicht über Spieler geredet, die kommen können oder kommen sollen oder gehen sollen. Also da haben wir nichts Neues draus erfahren. Ja, ich muss mich einfach jetzt, wie gesagt, diese zwei, drei Tage noch gedulden, ob da noch was kommt. Wer auf jeden Fall laut eines französischen Radiosenders kommen soll, ich hatte ja vorgestellt Reece Nelson, dann einmal hier Bamba, der wahrscheinlich zu teuer sein wird. Reece Nelson eigentlich eine sehr geile Lösung und Maolida. Und Maolida, hatte ich ja gesagt, ist eigentlich für mich so eine Z-Lösung, weil Maolida zwar ein guter Spieler ist, aber nicht mal in der Ligue 1 Stammspieler ist. Und wie soll der uns dann sofort direkt weiterhelfen? Weil das ist ja das, was wir brauchen. Klar, wir verpflichten auch Spieler mit Perspektive, mit Zukunft, aber wir brauchen Spieler, die uns jetzt helfen. Und das weiß ich nicht, ob das einer ist, der aus der französischen Liga von der Bank kommt. Der soll aber jetzt genau derjenige sein, den Hertha verpflichten will für 7 Millionen laut des französischen Radiosenders. Mal gucken, ob es wirklich über die Bühne geht, werden wir sehen. 7 Millionen für einen Spieler, der nicht Stammspieler ist, finde ich wirklich, wirklich schwierig, wie ich schon in dem Video gesagt habe. Da hätte ich lieber Reece Nelson gehabt. Und dann geht es noch um Marvin Friedrich. Das Gerücht kam heute von Sky auf. Das Hertha ist ja eigentlich auch an Marc-Oliver Kempf dran. Man weiß jetzt nicht, ob er diese Saison kommt oder nächste Saison. Aber wir haben ja gesehen, wie drastische Probleme wir auch in der IV haben. Also gestern wirklich war Boyata kein Kapitän. Es war einfach nur eine Katastrophe. Stark war noch schlimmer. Klar, Marton Dardai verletzt. Aber der braucht natürlich auch einen Stabilen an seiner Seite, der das alles wegregelt, weil der selber noch jung ist. Und der kann nicht als 19-Jähriger der Abwehrchef da werden. Und ja, Marc-Oliver Kempf, wissen wir nicht, ob er erst nächstes Jahr kommt. Würde am meisten Sinn machen. Finanziell, sportlich gesehen, bräuchten wir ihn vielleicht jetzt schon. Deswegen baggert Hertha tatsächlich an Marvin Friedrich, ja, der ehemalige Schalker, jetzt Unioner. Das wäre natürlich für die Fans, also ehemaliger Schalker und Unioner zu uns, wäre für die Fans von uns eine Katastrophe zum einen, aber wäre auch für die Fans von Union natürlich eine Katastrophe. Also innerstädtischer Wechsel von Ost nach West-Berlin. Da muss man sich auch wirklich fragen, hat er sportlich eine größere Perspektive bei Hertha? Eigentlich nicht, wahrscheinlich wird es da auch nur ums Monetäre gehen. Klar, ist ein größerer Verein, der ist aus Kassel, der wird jetzt kein Hertha-Fan sein. Aber was man natürlich sagen muss, er ist ein fantastischer Spieler. Union rechnet schon die ganze Zeit damit, dass er wechseln wird. Deswegen haben sie auch schon Ersatz gefunden in der zweiten Liga, nämlich mit Friedel von Werder Bremen, der rund 7,5 Millionen kosten soll. Hertha muss wohl 10 Millionen für Marvin Friedrich hinlegen. Der hat noch 2 Jahre Vertrag. Innenverteidiger, Stammspieler, hat auch jetzt wieder 180 Minuten in den ersten 2 Spielen gemacht. Hat letzte Saison 5 Tore erzielt. Ja, super Leistung. Hat generell in 72 Bundesligaspielen 7 Tore erzielt. Also auch ein sehr torgefährlicher Innenverteidiger. Ist natürlich mit 25, ist er glaube ich, oder 26, in einem Alter, wo er ein gestandener Bundesligaspieler ist, aber der jetzt auch nicht noch wahnsinniges Entwicklungspotenzial nach oben hat, ne? Und wir müssten tief in die Tasche greifen, obwohl wir eigentlich natürlich auch noch Außenspieler brauchen, aber ganz ehrlich, nach den Leistungen, die wir jetzt in den ersten Spielen gesehen haben, wir brauchen was für die Abwehr. Wir brauchen was für die Abwehr. Das ist Vogelwild und das, was im Doppelpass auch von zum Beispiel einem Effe gesagt wurde, das hat ja nichts mit Können zu tun, sondern da ist die Leistung falsch. Das, was ich gestern moniert hat, hat Effe nochmal super mir quasi bestätigt. Wie kann man denn als Spieler, wenn der Lewandowski da hochspringt, wie können denn 2 Abwehrspieler da unten durchspringen? Da wollte einer das Tor und 2 wollten es halt weniger verhindern. Und das ist was hat nichts mit Psychologie zu tun, das hat nichts mit Können zu tun, das hat was mit Geilheit und Bock zu tun und das haben die Hertha-Innenverteidiger nicht. Und deswegen brauchen wir da unbedingt Verstärkung, ob jetzt Marvin Friedrich so das Richtige ist. Ich habe immer bei solchen Spielern das Problem, das sind Spieler, die haben jetzt mega performt bei Union, weil da performen aber alle über in dem Sinne, in diesem Mannschaftsgefüge, weil es perfekt zusammenpasst. Es wäre wieder so einer, der bei uns dann völlig verkackt. Den wir für 10 Millionen holen,
holen. Ist wie ein Schwolo. Der hat super funktioniert. Der hat super funktioniert bei Freiburg. Wir holen den für 8 Millionen, bei uns funktioniert der nicht. Und das Problem sehe ich auch bei einem Marvin Friedrich wieder. Ist ein super Spieler, aber er ist auch kein Überspieler. Der nächste Schritt wäre für ihn wahrscheinlich Gladbach oder so gewesen. Die hatten wohl auch Interesse. Wenn es jetzt wirklich härter wird, klar, wir kriegen einen stabilen Innenverteidiger, der uns sofort hilft. Aber ob er bei uns so performt oder ob er sich leistungsmäßig dann nach 2-3 Spielen wieder runterziehen lässt, wie alle anderen, die immer neu zu uns kommen, wie so ein Suazerda oder so. Das bleibt abzuwarten. Ich will jetzt auch nicht immer alle so negativ sehen. Sportlich gesehen, erstmal Stand jetzt, wäre es ein krasser Transfer. Menschlich und emotional weiß ich nicht so richtig. Maulida würde ich mir, wie gesagt, nicht so wünschen. Auftritt von Carsten Schmidt, super im Doppelpass. Wir haben jetzt als Hertha-Fans nichts Großes Neues erfahren, außer dass sie angeblich hinter Pal Dardai stehen. Pal Dardai selbst glaubt nicht so dran. Also sehr viel Wirrwarr. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr Doppelpass gesehen? Wie seht ihr das? Sollte Paul seinen Platz räumen? Seht ihr es so, dass da die Kommunikation zwischen Paul und der Führungsetage stimmt oder dass sie nicht stimmt? Seht ihr es so wie ich, dass ihr sagt, es kann nicht sein, dass ein Trainer sagt, ja, ich bin hier sowieso nur Lückenbüßer, wenn der Vorstand sagt, der soll Trainer bleiben? Seht ihr auch das Problem, was ich sehe, dass man dann eben im Spielergefüge auslöst, naja, der Trainer ist ja eh bald weg, was soll ich mich jetzt bei dem so reinhauen? Wird sowieso bald wieder eine neue Taktik kommen? Das alles möchte ich von euch wissen. Was haltet ihr davon? Wie lange bleibt Paul Trainer? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Jetzt geht der Flug zurück. Und ich denke, wir haben morgen und übermorgen noch sehr, sehr viele Videos zu gucken. Und Dienstag gehen wir auf jeden Fall live auf Twitch und gönnen uns den letzten Deadline-Day. Also macht's gut, lieber Herr Tana, und bleibt stabil. Hau hier.